Unsere Instrumente müssen unserer Hand gehorchen. Es gefällt mir, einen Ton zu entwickeln, ihn festzuhalten, zu verlängern. Ihn schwingen zu lassen und in seiner Intensität zu erhalten. Ich hasse bloßes Knopfdrücken. Ich brauche Berührung. Ich moduliere meine Klangquellen, indem ich zum Spieler von Instrumenten werde, die es nicht gibt.
Schnauze! Arrivo, Arturo! In dem Rucksack befanden sich unter anderem zwei auffällige T-Shirts. Ein naturfarbenes Baumwollshirt, auf der Vorderseite mit dem Emblem der niederländischen Rockgruppe Behind the Sofa. Und ein solches schwarzes Shirt, auf der Rückseite mit dem auffälligen roten Emblem Gruber. Wir sind schon mal falsch gefahren. Ja, wir hätten dort gemusst. Fahren Sie zurück. Man muss aufpassen, ich habe vergessen, dass Sie den Weg nicht kennen. Vorne links. Also hier. Nee, hier nicht. Da ist verboten. Hier jetzt. Hier. Ja? Das ist schon lange vorbei. Hier links. Hier fahren wir links. Oma hat eine Tasse, die ist dreimal so groß wie die Tassen zu Hause. Es ist ihr Kaffeenapf. Ich war böse, sehr böse sogar. Warum? Ja, weil er falsche Aussagen gemacht hat. Wieso falsche Aussagen? Doch, du hast nur Marco mit beschuldigt. Jedes Mal, wenn das Marco? War. Wieso doch, mein Lieber, red mir das besser. Oben in der Wohnung, wie er oben in der Wohnung war, hat er immer gesagt, nur Marco hat ihn alleine geschlagen. Das hat mir als Mutter wehgetan. Und doch, mein Lieber, du. Das kann ich dir gar nicht schwören. Die Schalker, dass sie dieses 1:0 mit in die Pause nehmen und er guckt so scharf wie eine Rasierklinge. Na, das wird was geben jetzt in der Kabine. Ja, die Zari, die ist jetzt 4 Jahre alt und also ein fertiger Rettungshund in Trümmer und Fläche. Auch das versiffte Bett voller Blut, Kot und Urin sowie die merkwürdige Ausbuchtung der Bettdecke machten den Mann vom Ordnungsamt nicht misstrauisch. Ja, jeden Donnerstag kommt meine Putzfrau und jeden Montag kaufen wir ein Sexy. Und wenn die kommt, dann kriegt sie eben einen 100er zugesteckt. Und dann bläst sie mir die Schalmei. Sind so kleine Hände, wenn sie Finger dran, darf man nie drauf schlagen.